und herzlich willkommen zu einem Haarstyling-Video. Es geht einfach darum, die Haare alltagstauglich zu glätten bzw. zu stylen. Ich muss ja sagen, seitdem ich meine kurzen Haare in Anführungsstrichen habe, dass es schon sehr schwer ist. Ihr seht, also meine Haare sind jetzt so, also relativ, wie soll ich sagen, ein bisschen wellig, einfach nicht gestylt, wenig Volumen, und das möchte ich jetzt gerne ändern. Ich glaube, dass dieses Video für alle Haarlängen geeignet ist, egal ob man einen Bob hat, ob man lange Haare hat oder ob man so eine Mittellänge hat wie ich jetzt, denn es geht, wie gesagt, einfach darum, sie schön zu stylen, schön zu glätten, und ganz nebenbei gibt es auch eine Review zu meinem GHD-Glätteisen, welches ja sehr teuer ist, und ich sage euch einfach, okay, lohnt sich die Anschaffung oder hätte ich mir lieber was anderes kaufen sollen? Ja, mal sehen, was wir jetzt aus diesen Haaren zaubern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Zunächst ganz kurz, hier ist mein GHD-Glätteisen. Ich habe diesen Gold Styler, wie man sieht, also keine besondere Farbe, keine besondere Limited Edition. Ich habe den bei eBay Kleinanzeigen vor anderthalb Jahren gekauft. Für entweder 80 oder 90 Euro inklusive Versand, ich weiß es nicht ganz genau. Und zwar, ganz wichtig, bei dem GHD-Glätteisen solltet ihr die gebraucht kaufen, weil für Normalpreis hätte ich es mir ehrlich gesagt nicht gekauft, muss ich ganz ehrlich sein, dass ihr quasi so ein Schild hier dran habt, quasi wo dann so eine Nummer hier unten dran steht. Das habe ich mir auch vorab schicken lassen, habe das dann bei GHD registrieren lassen und so und habe dann geguckt, ob das eben ein echtes ist. Das könnt ihr machen, den Link von GHD setze ich euch mal unten in die Infobox, falls ihr euch vielleicht auch eins kaufen wollt. Da war jetzt noch dabei ein Hitzeschutz, der Originalkarton war noch dabei, dann war noch so eine Kappe vorne dabei, falls ihr reisen wollt. Und ja, genau, also ich habe mir dann auch die Daten, halt, sie hat mir dann sogar noch eine Ausweiskopie von ihr geschickt. Ich meine, es ist nie sicher, aber wie gesagt, für 80 oder 90 Euro finde ich, es ist immer noch sehr, sehr viel Geld, aber es ist immer noch günstiger. Ich weiß nicht, was das normal kostet, 130, 180, ich weiß es gar nicht ganz genau. Da drin ist jetzt nochmal so eine Nummer, die ihr auch eingeben könnt. Auf jeden Fall möchte ich euch heute gerne zeigen, wie das funktioniert und euch nebenbei eine alltagstaugliche Haar-Styling-Routine zeigen. Ich stecke das jetzt mal ein, damit ihr auch seht, wie schnell sich das aufheizt. Habt ihr das Klicken gehört, dieses Ding-Ding? Fertig! Also es geht echt rasend schnell. Ihr habt hier allerdings also ihr könnt nicht die Hitze, den Hitzegrad verstellen. Das ist immer gleich. Es handelt sich hier um Keramikplatten. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Bevor man die Haare stylt, würde ich, beziehungsweise mache ich immer noch mein Batiste Trockenshampoo rein. Das machen wir jetzt mal zusammen, dass ihr auch mal die Anwendung seht. Ich habe jetzt das für Medium und Brunette. Das liebe ich sehr und ja, mir kommt wie gesagt nichts anderes mehr als Batiste ins Haus, aber das habe ich jetzt schon so oft gesagt. Gut schütteln und dann gebe ich mir das so ganz leicht auf den Ansatz und tue meine Haare dann so ein bisschen durchwuscheln. Dann darf natürlich nie ein Hitzeschutz fehlen. Ich habe jetzt hier diesen von GHD. Das ist der passend zum Glätteisen sozusagen. Da gibt es aber einige. Ich habe immer diesen mit diesem schwarzen Rand hier, weil ich diesen Duft einfach liebe. Genau, der ist relativ teuer. Ich finde, man kann aber durchaus zum Beispiel auch auf Gatubi zurückgreifen. Da ich weiß, dass den viele nicht so mögen, weil der die Haare verklebt. Bei mir verklebt er die Haare nicht. Aber wie gesagt, jetzt verwenden wir mal den von GHD. Einfach so ein paar Pumpstöße, dann kämmen wir die Haare mal durch. So, ich würde jetzt das Ganze etwas antrocknen lassen. Ihr könnt das natürlich auch, bevor ihr das Glätteisen einsteckt, machen. Das wäre vielleicht cleverer, ja. Ja, kurz noch zu meiner Haarpflegeroutine. Die habe ich euch ja schon abgedreht. Das Video verlinke ich euch mal unten in die Infobox. Ich wasche mir die Haare prinzipiell, natürlich, wie jeder andere Mensch auch, aber ich lasse meine Haare lufttrocknen. Also wirklich zu 90% lasse ich sie lufttrocknen. Wenn ihr ein Video sehen möchtet, wie ich mir quasi die Haare style direkt nach dem Waschen, ja, quasi föhne, dann nehme ich oft noch solche Lockenwickler und drehe mir die Haare dann quasi ein. Wenn ihr so ein Video auch noch sehen möchtet, wie ich sie mir quasi ohne Glätteisen style, dann lasst mir gerne einen Kommentar da.
Und ja, genau, Haare sind angetrocknet und dann würde ich sagen, legen wir los. Nun beginne ich mir erstmal die Haare echt ein bisschen abzutrennen. Das müssen keine mini kleinen Partien sein, aber einfach so ein bisschen Ober- und Unterkopf. Das ist auf jeden Fall von Vorteil. Da schnappe ich mir einfach so eine Haarpartie und stecke mir die weg, weil das geht mir sonst auf die Nerven. So, und stecke mir das einfach so oben weg. Dann haben wir hier jetzt so eine Partie. Dann nehme ich hier so ein Teil. Das ist von Elite Professional. Ich verlinke euch ja nochmal unten alles in die Infobox, wenn ich jetzt zu schnell gesprochen habe oder so. Das ist so ein Teil. Ihr seht, das ist so eine Bürste. Und zwar hilft die euch beim Glätten. Ich nehme das auch oft ohne mein Glätteisen her, weil das wirklich, da fahre ich einmal durch die Haare, ihr seht es jetzt auch gleich, und die sind wirklich sehr schön glatt. Natürlich kann man das nicht mit Glätteisen vergleichen, aber wenn es mal richtig schnell gehen muss in der Früh, dann nehme ich das super gerne her. Das ist echt, also ich liebe dieses Teil einfach nur. Ihr seht schon, die Haare haben jetzt überall so Knicke drin und das sieht natürlich nicht so toll aus. Deswegen nehmen wir uns jetzt einfach mal so eine Strähne, legen das an. Das Elite-Teil macht quasi die Vorarbeit so, dass ich nur einmal mit meinem Glätteisen über mein Haar gehen muss. Umso weniger Hitze, umso besser. Hitze ist überhaupt nicht gut, ihr wisst es. Aber ich brauche einfach ein Glätteisen, deswegen nehme ich mir dieses Elite-Teil her, fahre damit einmal durch die Haare und gehe dann mit meinem Glätteisen exakt einmal nur über meine Haare. Ansetzen. Unten eine kleine Abrundung machen. Fertig. Das ist dann das Ergebnis. Das Ganze machen wir jetzt natürlich mit dem ganzen Haar. Ihr könnt prinzipiell, je nachdem wie stark ihr eine Glättung braucht, auch dickere Strähnen natürlich nehmen. Wir nehmen jetzt mal diese her. So ansetzen. Anziehen. Glätteisen nehmen. So, das ist so schon mal ein Vorergebnis, würde ich sagen. Ich finde persönlich, ist ein himmelweiter Unterschied zu vorher. Ihr habt die Knicke gesehen, jetzt ist das Ganze sehr, sehr schön sleek. Durch diese Abrundung, die ihr dann zum Schluss macht, da müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen, dass ihr keinen Knick in die Haare bringt. Wenn ihr sehr lange Haare habt, könnt ihr sie natürlich gerade ziehen, ist klar. Aber ich finde gerade bei so kurzen Haaren, wenn die so ganz akkurat glatt sind, sieht es sehr unnatürlich aus. Könnt ihr natürlich auch gern machen. Ich hatte das sehr gerne, als ich lange Haare habe. Aber gerade bei so kurzen Haaren finde ich so eine kleine Welle am Schluss, also so eine kleine natürliche Beugung, ganz, ganz süß. Jetzt machen wir hier weiter. Na, hier sieht man es, glaube ich, ganz schön, diese natürliche Welle. Dann hole ich mir mal etwas Haar von oben runter. Ab und zu könnt ihr das Ganze auch nochmal durchkämmen vorher. Ansetzen. Ich mache das jetzt soweit mal fertig und wir treffen uns dann quasi am Ansatz wieder, wo es dann heißt, oder im oberen Deckhaar quasi, wo man dann quasi so ein bisschen Volumen einarbeiten muss. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir oben angekommen. Einmal durchkämmen. Ich teile mir dann diese eine Strähne ab. Mache es im Prinzip ähnlich wie die ganze Zeit auch schon. So, und das war es im Prinzip schon. Aber ihr seht, okay, relativ viel Volumen habe ich jetzt persönlich nicht. Man kann es natürlich so lassen, je nachdem, wie man es möchte. Ich mag das so auch sehr gern. Solltet ihr noch ein bisschen Volumen wünschen, kann man das natürlich machen, indem man entweder tupiert mit dem Tupierkamm oder ich sprühe mir dann einfach so ein bisschen irgendein Volumen-Haarspray rein. Ich habe jetzt hier das von Gatubi, gibt mit Sicherheit auch bessere, aber das habe ich jetzt gerade da. Nehme meinen kleinen Finger, ziehe mir da was rein, umdrehen. Also ich denke, man sieht schon ein bisschen Unterschied. Es gibt mit Sicherheit auch bessere, ja. Dann mache ich das Ganze nochmal über Kopf. So ganz vorsichtig minimal runterkämmen. Minimal vorsichtig. Das gleiche natürlich auch nochmal am hinteren. Am Hinterkopf nehme ich auch einfach so ein Stückchen nach oben. Einfach, dass ich hier so ein bisschen Volumen zumindest
Ich bin ja nicht so der Volumenmensch, aber so ein bisschen Volumen. So, ja. Im Prinzip war das eigentlich auch schon meine Alltagshaarroutine, wie ich die Haare schön glatt bekomme, so dass es mir gefällt. Minimal Volumen, so fühle ich mich sehr, sehr wohl. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch den einen oder anderen Tipp geben. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zu der Review zum GHD. Ihr habt gesehen, es heizt sich unheimlich schnell auf. Nachteil habt ihr natürlich, dass ihr keine Grad einstellen könnt, also ihr müsst euch mit denen, ich meine, es sind 220 Grad zufrieden geben. Ihr könnt nicht weniger Hitze verwenden. Es hat Keramikplatten, das heißt, es ist ja natürlich sehr viel schonender als Metallplatten. Ja, ist es sein Geld wert? Schwierig. Dadurch, dass ich ja wirklich meinen kleinen Helfer habe und ich wirklich nur einmal durchs Haar gehe, würde ich sagen, das tut es mit Sicherheit mit einem anderen Glätteisen auch. Ihr könnt damit sehr, sehr schön Locken machen. Wenn ihr darüber ein Video sehen wollt, lasst es mich gerne wissen. Dann zeige ich euch mal, wie Locken funktionieren mit Glätteisen. Ich habe es jetzt natürlich, also ich würde mir jetzt kein anderes anschaffen. Das ist mein drittes Glätteisen. Ich hatte ganz am Anfang so ein, ja, No-Name-Produkt. Das hat auch nicht lange gehalten. Das hat dann irgendwann den Geist aufgegeben. Dann hatte ich ein Bruno Banani-Glätteisen. Und ja, dann habe ich mich eben für das hier entschieden. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein super Teil. Ja, gerade wenn ihr wirklich störrisches Haar habt. Ich brauche halt jetzt wirklich nicht viel Glätte, ne? Ich habe fast glattes Haar. Also ich habe halt so ein paar unschöne Wellen drin ab und zu, ja, die mir persönlich halt ab und zu auch nicht gefallen. Und deswegen benutze ich das. Aber für Leute, die wirklich ein gutes Glätteisen brauchen. Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr lange Haare habt, dass ihr die breite Variante verwendet. Also nicht diese schmale hier. Damit könnt ihr natürlich auch wunderbar Locken zaubern, aber das klappt auch mit dem breiten sehr gut. Ihr müsst einfach abwiegen, okay, brauche ich wirklich ein starkes Teil? Habe ich krasse Locken, ja, die ich glatt haben möchte? Dann würde ich sagen, auf jeden Fall, ja, das schafft GHD meiner Meinung nach. Wenn ihr aber jetzt so ein Haartyp seid wie ich, die glatte Haare haben oder die wirklich nahezu glatte Haare haben, die echt ein paar Wellchen drin haben, dann würde ich sagen, schaut euch nach einer günstigeren Variante um. Da braucht ihr wirklich nicht so viel Geld ausgeben. Ich bin trotz alledem froh, dass ich es habe. Ich werde es so lange benutzen, bis auch das den Geist aufgibt, ja. Ob ich mir dann wieder ein GHD kaufen würde, mal sehen. Ich glaube fast nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein tolles Teil und ihr könnt auch mal auch auf eBay oder so gucken oder eBay Kleinanzeigen, ob ihr das günstig bekommt, weil den Normalpreis hätte ich definitiv nicht bezahlt. Für 80, 90 Euro inklusive Versand kann man noch ein Auge zudrücken, ja, aber für Normalpreis und für meine Haarstruktur nicht. So, meine Hübschen, das war mein Video zu einer alltagstauglichen Haarglättungsroutine. Ich hoffe, das Wort gibt's. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Hinterlasst mir bitte einen Kommentar, ob ihr, wie gesagt, ein Video sehen wollt zu Locken und ob ihr ein Video sehen wollt zu quasi meiner Haarwaschroutine oder wie ich eben nach dem Waschen dann vorgehe, wenn ich sie nicht lufttrocknen lasse. Und ansonsten wünsche ich euch noch was. Macht's gut. Tschüss.